Hier haben wir eine weitere Nebenquest von Craith Pinch Smedley, eine Slytherin. Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch Smedley, von den Pinch Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Hieß das nicht mal früher, in den Büchern zumindest, dass da in den See irgendwelche Kreaturen lauern? Aber ich glaube, das war ja direkt um Hogwarts, ne? Also direkt da, wo Hogwarts ist. Wir sind ja jetzt ein bisschen weiter weg, ne? Aber vielleicht gibt es da Unterwasser-Kreaturen. Deswegen steht ja auch, ein Unterwasserabenteuer klingt doch lustig. Ein Tauchausflug in der See klingt eher unangenehm. Ich würde es mal ausprobieren. Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Sollte ich deine Familie kennen? Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Die ist ein bisschen, ne? Ist halt eine typische Slytherin, ne? Was ist ein Astrolabium? Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt. Aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Ich muss darüber nachdenken. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ja. Thornbury schreibt, du meinst im Schwarzen See, ja, da wo diese, da wo... ja, da wo irgendwelche Viecher drin sein sollen. Genau. Tauche auf den Grund des großen Sees. Also ist kein schwarzer See, wie ich schon sagte. Es ist ein großer See. Und finde das Astrolabium. Und ja, wir tauchen jetzt das erste Mal. Glaube ich, bin ich auch noch nicht. Drücke, um schneller zu schwimmen. Muss ich jetzt permanent drücken? Nee, ne? Erstmal so im Wasser, ne? Irgendwie eigenartig. Aber auch von hier aus kann man Hogwarts gut beobachten. Fällt eine kleine Spitze dort am Turm. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch Smedley sein. Suchen.
kann wahrscheinlich nur auf gewählten Orten tauchen. Einen Hexerhut haben wir hier bekommen. Also mit Hüten haben sie es hier. Grüne Karo-Handschuhe und die sind auch besser als die aktuellen. Gaunergewand. Smaragdgrünes Hochlandgewand. Oioioi, also jetzt wirklich alles besser, was ich hier. Erstmal richtig gut hier. Und da haben wir das Astrolabium, komischerweise genau das letzte der Familie Pinch Smedley gewesen. Erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Und dreimal im Mega-Power-Trank, da wird sich der Tombury hier im Chat freuen. Ich habe wieder Tränke. Hier. Schau da hin. Da, drei Tränke. Ja, ich denke mal, da kann man noch ein bisschen mehr aushalten. Also, ich sag mal so, meine Frau, ne, spielt ja das ja auch simultan auf der Xbox. Und die hat jetzt so viele, so viele Heiltränke, die weiß gar nicht mehr, wohin. Und sie kann nur maximal 25 Tränkegrad haben. Ich glaube, ich werde da auch nicht so schnell jetzt noch einen Heiltrank kaufen. Ja, wir müssten vielleicht, wie ich schon sagte, den Schwierigkeitsgrad nach oben drücken. War bisher noch sehr einfach. Aber gut, ich hatte ja schon ein paar Mal in Duellen verloren und so. Da war es halt, halt nicht mehr so einfach, aber ja, Tränke sind halt wichtig, genau. So, Rin. Hallo Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich. Hast du das Astrolabium? Nö. Wollen wir mal das machen? Ja, du kannst es haben, aber nicht umsonst. Eigentlich ist das. Also, eigentlich bin ich freundlich. Also, wenn man richtig. Also, wenn wir Hufflepuff wären, ja, würde ich jetzt sagen: Ja, bitte sehr. Aber in Slytherin würde ich sagen: Nö, ich behalte das. Ich habe das jetzt selber gefunden. Aber ein Hufflepuff. Die sind doch auch treue und liebe Menschen. Die sagen, ja, bitte sehr. Aber in Gryffindor, du kannst es haben, aber nicht umsonst. Das ist ja ein bisschen mutig, ne? Komm, los, sprechen. Ja, aber es war nicht leicht. Ich verlange eine Entschädigung. Verstehe, das ist nur fair. Sozusagen eine Belohnung für das Bergen des vergrabenen Schatzes. Danke, dass du es geborgen hast. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Also wir müssen hier jeden in den Arsch kriegen. 20 ich hoffe, Dinger. Du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. 20 Galeonen, naja gut. Das war jetzt auch nicht so viel. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. So 100, 200. Ah gut, die Arme hat ja auch noch wenig Geld, ne? Obwohl ja die Familie ja so, ne? Angesehen ist und tralala. Ich hätte ruhig mal was springen lassen können.